Karriere. Dass ihr heute wieder gekommen seid. Und ich kann nur sagen, ich danke auch allen Sponsorinnen und Sponsoren, die uns heuer wieder beim Kalvarienbergfest unterstützen. Die Zusammenarbeit ist mit der Pfarre, mit unserem Kulturverein Liebenswertes Janals, mit den Lions, genauso mit der Bundesfachschule für Sozialberufe, die Pfarre Janals selber, allen voran Pfarrgemeinderat und der Herr Dechand, ob das das Halleluja-Standl ist oder auch jetzt unsere Bildungsagentur. Der August Nowak wird uns dann ein bisschen durchs Programm führen, das wir bis Ostersonntag haben. Wir haben heuer ein paar Tage vorangestellt, weil eigentlich voriges Jahr die Rückmeldungen sehr positiv waren. Wir sind für alle da, für alle Altersgruppen, für die ganz Kleinen, ob wir da das Ringlispiel haben oder den Zug oder unsere Künstlerinnen und Künstler, die etwas anbieten. Ob wir für die Jugend was haben, für die Erwachsenen oder die Seniorinnen und Senioren, ist es eigentlich egal. Ja, ich begrüße herzlich Vertreter der Polizei. Schön, dass ihr da seid. Ich begrüße herzlich pauschal unsere Bezirksräte und Bezirksrätinnen. Das mag ich jetzt nicht extra. Und ich begrüße auch herzlich unseren Herrn Bezirksvorsteher Menschig außer Dienst, der sich extra Zeit genommen hat, dass er heute kommen kann. Unsere Presseleute, W24, Radio Stephansdom und andere Printmedien, ich will jetzt niemanden extra herausheben, sonst heißt es wieder, wieso habt ihr uns vergessen, habt ihr da mit Ewan eine besondere Beziehung, mit jedem, der etwas über uns schreibt und ich denke, man kann nur gut über uns berichten, das ist kein Thema. Ja, ich kann nur sagen, schaut euch das an, es ist wunderbar. Und es ist nicht nur das Wetter wunderbar, ich habe gehört, es wird heuer besseres Wetter sein. Es war auch voriges Jahr wunderbar, trotz des schlechten Wetters. Der einzige schöne Tag, wo wirklich ein Sonnenschein war, war die Eröffnung. Und dann ist es bergab gegangen mit dem Wetter. Aber es ist nicht bergab gegangen mit den künstlerischen Darbietungen. Wir haben heuer mehr Zelte. Warum? Dass wir witterungsunabhängig sind, denn ein bisschen kühl ist vielleicht immer noch. Und wir haben auch heuer zusätzlich mehr Veranstaltungen aus dem Grund, weil die Nachfrage gestiegen ist. Und da übergebe ich jetzt unseren August Nowak, der uns ein bisschen durchs Programm führt. Und da sage ich trotzdem noch Dankeschön, Herr Dechand. Er hat uns vorher durchs Programm geführt, der Kirche. Und jetzt gehen wir mal nur zum Fest allein. Ja, herzlich willkommen in Hernals. Die bunten Bänder, so wie der Platz jetzt ausschaut, das ist Hernals. Und die Namen, die Sie hier auf der Bühne erwähnen werden, ja, von Melvares, Gerd Blabold, Lesungen mit Texten von Loriot, Bingo-Nachmittage, 16er-Burm und. Also wir haben ein Programm von über 130 Stunden für Sie vorbereitet, für alle Altersgruppen. Also auch für die Jungen, wir sind auch auf Facebook vertreten, wir haben eine Webseite, wie Sie hier unten lesen können. Und das Kalvarienbergfest soll ein wenig wieder das werden, was Hernals vor 100, 150 Jahren war, nämlich so der richtige Ausflugsort für die Wienerinnen, um sich zu entspannen, um sich zu unterhalten und ein gastronomisches Angebot auch zu genießen. Da gibt es genauso wie das ungarische Langosch, wie es gibt die Würsteln oder wie es gibt die griechischen Spezialitäten, die wir wieder vom Rätsiner bekommen werden. Besuchen Sie uns, nehmen Sie das Programm mit, schauen Sie aktuell nach. Es findet bei jedem Wetter immer alles statt und es wird schön werden. Das verspreche ich Ihnen. Es wird in jeder Hinsicht schön werden. Und heute ist schon der Vorausblick darauf. Blauer Himmel, Sonnenschein, die bunten Bänder wehen. Ich wünsche Ihnen heute noch einen schönen Tag und bis Ostersonntag wunderschöne Zeit hier am St. Bartholomäusplatz. Danke.